Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Freitag, dem 12. Februar. Wir begrüßen Sie hier recht herzlich zum heutigen Devisenradar. Wollen einfach mal schauen, was hier wieder vor sich geht. Und wenn wir auf den Freitag blicken, dann ist einer oder ein Währungspaar vielmehr sehr, sehr im Fokus. Und das ist der Loonie, der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar, der auch unlängst hier natürlich schwer unter Druck geriet. Die Frage ist nur, ob sich das jetzt ebenso weiter fortsetzt oder der US-Dollar selbst jetzt erstmal einen kleinen Rebound findet. Wird sicherlich auch viel mit den Aktienmärkten zusammenhängen, aber dennoch sehr, sehr interessant, was da unlängst eben alles geschehen ist und wie es sich weiter gestaltet. Der Freitag selbst für den Loonie, ja bekanntermaßen, und da fange ich gleich mal an, noch eine weitere Statistik ins Bild zu schieben. Hier ein sehr, sehr bullischer Tag. Wir sehen hier Freitag mit 75% positiver Schlusspreise. Die Zuschauer der Regelmäßigkeit werden wissen, warum der Freitag hier auch immer im Fokus steht. Primär natürlich auch wegen den Wirtschaftszahlen, insbesondere am Freitag hier immer viel aus den USA und gepaart das Ganze mit Kanada. Und Kanada aufgrund der Rohstoffschwäche unlängst auch immer wieder unter Beschuss. Und das erklärt auch hier die sichtliche Stärke des US-Dollars an einem Freitag. Immerhin 75% aller Schlusspreise waren im positiven Terrain und auch der Montag mit 65% ist hier gut dabei. Jetzt wollen wir eben mal sehen, wie es denn heute so um das Währungspaar bestellt ist. Also Big Picture, wir sind knapp unter der Marke von 1,40. Hier ein wichtiges Level hatten wir. Über die Jahre eine große Untertassenformation ausgebildet von 2009 bis 2014 etwa. Und hier oben haben wir das Level um 1,40, eine leichte Widerstandszone aus den früheren Jahren 2003, 2004. Da ist er sehr, sehr dynamisch ausgebrochen. Also hier die Rallye-Bewegung ja ohnehin sehr, sehr imposant. Dann gab es aber hier eben auch jetzt unlängst eine gewisse Schwächephase. Und auch hier immer zu beachten natürlich die Korrelation mit dem Ölpreis. Also ein fallender Ölpreis begünstigt hier natürlich die Stärke des Dollars und die Schwäche des kanadischen Dollars. Umgekehrt, Stabilisierung des Ölpreises kann hierbei dann auch wieder in die andere Richtung wirken, sozusagen. Aber was haben wir hier technisch jetzt erstmal zu sehen? Wir haben hier die Abwärtsbewegung, die relativ scharf verlief. Hier gab es schon im Bereich, ja, schon in der letzten Woche, in der vorletzten Woche hier eine schöne Chance, unter Umständen einen Long zu suchen bei diesem Währungspaar. Vor dem Hintergrund, dass hier an der Unterstützungszone knapp unter 1,40 hier mit den Preisen hier vom Dezember eben ein leichter Support auszumachen war. Das Ganze gepaart mit dem 38er Fibonacci-Level der Bewegung seit Oktober. Hier hatten wir auch noch eine Aufwärtstrendlinie, die natürlich nicht die primäre Rolle spielt, aber wir hatten letztlich hier eine Kreuzunterstützung, die hätte halten können. Das geschah aber nicht. Am 3.2. rauschte das Paar hier richtig durch, markierte dann sogar auch nochmal am 4.2. ein neues mehr Wochen tief, fing sich aber hier letztlich dann am 50er Retracement Level und hier in diesem Bereich am 100er EMA grundsätzlich jetzt hier so eine leichte Stabilisierung und unabhängig des Fibonacci Levels, des EMAs, kommt es ja hier viel mehr auf die Preis-Action an und da sehen wir, dass wir jetzt hier an diesem einsten Unterstützungslevel, was jetzt hier eben rot als Widerstandslevel dient, notieren. Und die Gretchenfrage ist, wie geht es weiter? Wir haben heute von der Range noch richtig wenig absolviert, auch Euro, US-Dollar und andere Paare sind natürlich schon ein Stück gelaufen, aber nicht so wie in den vergleichbaren Verhältnissen der Vergangenheit. Wir haben auch den Loonie relativ ruhig zu sehen im Vergleich zu anderen Währungspaaren während der letzten Zeit. Heute hier 50 Pips oder 48 Pips genau bislang gelaufen. Da kann noch ein bisschen was gehen, denn im Schnitt bewegt sich das Paar, ja, man muss sagen, aufgrund der doch zugenommenen Wolla hier seit Ende Januar 150 Pips. Also rein technisch wären hier knapp 100 Pips noch möglich, nach oben wie nach unten. Und das ist natürlich eine sehr, sehr interessante Ausgangsbasis, um das Paar hier so ein Stück weit einzufangen. Deswegen gehen wir mal in den Stundenchart. Da sieht es auch so aus, wie auf dem Tageschart ersichtlich, hier aber noch schöner der Abwärtstrendkanal dargestellt. Hier verschiedene Support-Levels und wir können auch jetzt schon hergehen und hier im Stundenchart sozusagen eine Aufwärtstrendlinie skizzieren, die hier so ein Stück weit unter Beschuss steht. Ja, wobei mit schrägen Trennlinien muss man eh mal ein Stück weit vorsichtig sein, aber wir haben hier zumindest jetzt mal die Situation, dass hier ein Aufwärtstrendimpuls erfolgt, auch markttechnisch hier gut ableitbar. Das letzte Local Low, das wäre hier dieses Level, ist nicht unterschritten worden. Auch wenn knapp, aber es ist nicht unterschritten worden. Das sieht also technisch schon mal ganz gut aus. Jetzt eben hier die Gretchenfrage, wie kann es weitergehen? Dazu nehmen wir mal die Vortagesmuster nochmal mit rein. So,
Also Vortagestief, Vortageshoch, das Ganze hier noch auf die Woche zurückprojiziert. Und da sehen wir, aha, ist ganz spannend, was sich da darstellt. Zudem holen wir noch die Pivot Points rein und da haben wir im Prinzip hier das Intraday-Setup schon mal ganz schön geschnürt. Also Range-Möglichkeiten, Vortagesniveaus, Pivot Point, das sieht wie gesagt ergo ganz gut aus. So, wir sind unterhalb des Pivot Points, das hat schon mal leicht bärischen Charakter, aber im Sinne des positiven Wochentages gesellt sich heute wieder was dazu. Ein anderes Schmankerl, was ich Ihnen natürlich auch immer wieder gern zeige. Und zwar ist es hier die Fuzzi-Vektorlogik. Und da schiebe ich die direkt mal rüber. Und da sieht man hier sehr schön, US-Dollar, Kanadisch-Dollar heute hier am 12.02. mit einer ja durchaus repräsentativen Quote, nämlich hier 247 Mal während der letzten 16 Jahre gab es in 65% der Fälle eine positive Performance, die hier am Tagesabschluss sogar für knapp 0,6% Gewinn sorgte im Schnitt dieser ganzen Erscheinungen. Keine 100% Trefferquote heißt nicht, dass es passiert, aber es gibt zumindest im Sinne des positiven Wochentages und der Pattern-Konstellation der Vergangenheit hier eine gewisse Umkehrmöglichkeit. Auch der ADX hier sehr, sehr stark fortgeschritten mit Werten über 16 können Umkehrpunkte erfolgen. Das muss nicht passieren, aber hier auch ein zusätzliches Warnsignal, was im Sinne der Abwärtsdynamik der letzten Zeit hier durchaus ja etwas verspricht in Richtung, hey, vielleicht haben wir hier doch noch eine Performance-Möglichkeit nach oben zu erwarten. Das wird jetzt mal gespannt sein zu sehen oder gespannt sein zu beobachten sein, wie das sich jetzt hier entwickelt. Rein technisch wäre hier nach der Fuzzi-Vektorlogik eine Bewegungsmöglichkeit bis in den Bereich von 1,4059 gegeben. Zurück zum Chart. 1,4059, das wäre eine enorm starke Entwicklung. Da sind wir, wären wir hier schon über den Widerstand auf 1,40 rausgebrochen. Und Intraday kann man das hier durchaus mal ins Kalkül ziehen, sofern der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar hier über 1,3938 rauszieht. Also hier nach oben ansteigt, dann wäre die Möglichkeit gegeben, dass wir A, diese Trendlinie verteidigen, die wir hier seit Anfang Februar sehen, also sich so der Aufwärtsimpuls weiter fortsetzt. Dann markttechnisch wichtig, dass wir hier das Niveau vom Vortag rausnehmen, also hier das Hoch im Bereich 1,4016, 1,4017. Wenn es darüber rausgeht, dann gibt es hier Folgepotenzial rein von der Projektion her in Richtung 1,4128 oder eben speziell dann 1,4058 nach der Fuzzi-Logik. Also rein technisch haben wir heute hier für den Freitag durchaus einen positiven Bias. Ob der sich natürlich jetzt so umsetzt, abwarten. Wichtig ist, dass der Preis sich über dem Pivot Point stabilisiert, Schrägstrich hier ausbricht, dann wären Chancen auf der Oberseite gegeben. Das Gegenteil der Fall, wenn wir neue Tagestiefs machen, insbesondere das Tief von gestern rausnehmen. Gut, das war Asia Session, aber dennoch das markante Tief von gestern hier 1,3882. Wenn es darunter geht, dann muss man damit rechnen, dass es hier noch eine Etage tiefer geht. Und dann haben wir hier sicherlich auch Preise ja, 1,3815 und tiefer zu erwarten. So mal die Möglichkeiten und Einschätzungen zum Luni. Sieht wie gesagt ganz interessant aus. Da kann man durchaus was draus machen. Wichtig eben einfach mal abzuwarten, wie die Preisaction sich hier weiterentwickelt und ob es tatsächlich den Move nach oben gibt. Wie gesagt, so einen leicht bullischen Druckaufbau kann man hier doch schon verspüren. Warten wir ab, was passiert. Ich sage danke fürs Einschalten, meine lieben Zuschauer. Wir wären schon wieder durch. Nachher allerdings nochmal ein Spezialwebinar zu JFD Insight. Nicht vergessen. Da geht es speziell um Core Spreads und gewisse Stop-Loss-Ausführungen. Das wird richtig spannend. Würde mich freuen, wenn Sie einschalten. Einen kleinen Post dazu gibt es nachher noch im Stream. Ansonsten auf der JFD-Webseite unter Webinare einfach mal schauen. Heute Nachmittag, wie gesagt, 14 Uhr kostenfrei und sicherlich eine Erfahrung wert. Also bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.